Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und für die, die zum ersten Mal hier sind, ich bin Becky und ich studiere hier an der Universität Heidelberg in Molekulare Biotechnologie im Master. Heute sprechen wir über das Thema digitale Organisation, das heißt spezifisch, wie man auf seinem Laptop bzw. Tablet und Handy ein bisschen Organisation behält und man seine Sachen ein bisschen organisieren kann. Ich zeige euch im Prinzip also einfach, wie ich das Ganze organisiere und hoffe, dass euch das vielleicht etwas helfen kann. Okay, wir sitzen jetzt hier zusammen an meinem Laptop und mein allererster Tipp ist, dass man sich eine gute Ordnerstruktur für die unterschiedlichen Lebensbereiche macht. Man sieht bei mir zum Beispiel einen Lebensbereich Gesellschaft der Freunde, wo ich ehrenamtlich tätig bin. Das sind unterschiedliche Grafiken, die ich mal erstellt habe oder auch gekauft habe aus dem Adobe Stock. Und hier sind meine Studienunterlagen, die wir uns gleich genauer ansehen. Persönliche Sachen für zum Beispiel Bewerbungen, das sind die Sachen für mein Fernstudium. TEDx, was ein weiteres Ehrenamt war und YouTube. Was offensichtlich für euch da ist. Hier ist zum Beispiel meine komplette Musik. In meinem Studiumsordner habe ich, nachdem ich meinen Bachelor abgeschlossen habe, die Sachen in Bachelor und Master unterteilt und noch den zusätzlichen Ordner Bücher gemacht, weil ich doch ein paar digitale Bücher habe. Und innerhalb von den Studienordnern ist alles nach Semester eingeteilt. Das heißt, innerhalb dieser Semester habe ich dann meine kompletten Vorlesungen von dem Semester reingetan, wo ich digitale Unterlagen habe. Downloads und Desktop benutze ich quasi als eine Art Zwischenspeicher und einmal in der Woche setze ich mich hin und lösche die Sachen raus, die ich nicht mehr brauche. Zum Beispiel das hier sind Bilder, die ich meiner Chefin schicken wollte. Die brauche ich nicht mehr. Das sind bestimmte Paper, die ich schon auf meinen iPad drauf getan habe. Und wir schauen hier einfach weiter. Es gibt immer wieder ein paar Sachen, die ich einfach nicht mehr brauche. Zusammenfassend, in meinen Dokumentenordnern kommen wirklich nur die Sachen rein, die langfristig auf meinem Rechner bleiben müssen und die werden in unterschiedliche Lebensbereiche gespeichert. Und Downloads und Desktop sind nur für Projekte, die aktuell am Laufen sind und für Dokumente, die ich aktuell verwenden möchte. Das gleiche Konzept kann man gegebenenfalls in Apps zum Beispiel am iPad verwenden. Hier bin ich gerade im Mobi-Studium und ich mache ein Bioinformatik-Praktikum und hier habe ich auch zum Beispiel meine Paper eingeteilt, die ich alle lesen müsste dafür, in Informationen allgemein über mein Praktikumsthema, die Implementierung, wie man das umsetzen kann, was ich gerade mache, in eine bestimmte Art von Bild, was es da für Paper gibt und noch gewisse Problematiken, zu denen ich versucht habe, Lösungen zu finden. Das heißt, meine Paper habe ich innerhalb von GoodNotes hier komplett sortiert und meine allgemeinen Unterlagen, die ich zum Beispiel von meinem Betreuer bekommen habe. So wiederhole ich die Ordnerstruktur, die auf meinem Laptop ist, auch genauso auf meinem iPad innerhalb der Apps. Hier haben wir Fernuni Hagen für das Fernstudium, meine Unterlagen fürs Mobi-Studium. Also ich versuche auch hier eine wirklich sinnvolle Ordnerstruktur für meine Unterlagen zu haben. Es kann sich unter Umständen auch lohnen, sich zu überlegen, Dropbox oder zum Beispiel Google Drive zu verwenden, weil ihr dann zwischen den Geräten einen besseren Zugriff darauf habt und weil die Wahrscheinlichkeit, Sachen zu verlieren, auch deutlich geringer ist. Wie ihr hier seht, ist doch noch mein Bachelorarbeitsordner in meiner Dropbox drin und hier habe ich eben alle Unterlagen drin gehabt für meine Bachelorarbeit. Ich habe nämlich an einem gewissen Zeitpunkt manche Dinge verloren oder Teile meiner Dateien verloren und habe sie deswegen in Dropbox getan, damit ich irgendwo sie in einer Cloud liegen habe, wo sie einfach unabhängig auch vom Gerät auf jeden Fall immer überleben. Das hier ist ein Beispiel von einem Ehrenamt von uns, TEDx Uni Heidelberg. Da haben wir eine sehr ausführliche Ordnerstruktur gehabt, um auch die Sachen zwischen Personen zu teilen. Das heißt auch vor allem, wenn ihr in Projektarbeit seid und mit unterschiedlichen Personen zusammenarbeitet, kann es sehr sinnvoll sein, sowas wie Google Drive oder Dropbox zu verwenden, weil ihr eben viele Sachen teilen könnt. Mein nächster Tipp ist, dass wir regelmäßig Dinge installieren, die wir nicht brauchen. Das heißt, ich finde es super sinnvoll, hier immer wieder durchzuschauen, auf meine Apps zu schauen und zu gucken, was verwende ich hier wirklich und was verschwendet einfach nur Speicherplatz auf meinem Mac. Das heißt, auch auf meinem Handy gehe ich regelmäßig über alle Apps und lösche die Dinge, die ich gerade nicht regelmäßig verwende und für die ich einfach doch keine Verwendung habe, so wie ich es mir ursprünglich vorgestellt habe. Eine weitere Sache, die ich gerne ausnutze, die vor allem beim Mac möglich ist, ich weiß nicht, ob das bei Windows, Laptops oder PCs möglich ist, ihr könnt es mir in den Kommentaren sagen, ist die Gruppierung. Ich finde es super, dass man hier Programme gruppieren kann, weil ich hier zum Beispiel alle meine Microsoft-Programme drin habe mit PowerPoint und Word und hier für die Uni Self-Control drin habe, da waren ursprünglich noch ein paar andere Sachen drin. So kann ich einfach meine Apps ein bisschen sortieren und das hier etwas
aufgeräumter behalten, sodass ich einen besseren Überblick über meine Sachen habe. Das nutze ich vor allem auch sehr gerne am Handy aus. Ich habe hier einen Startbildschirm, wo alle Sachen drin sind, die ich am schnellsten verwende. Dann einen Bildschirm, wo ich meine ernsteren Apps quasi drin habe, also meine Banking-Apps und auch Google AdSense oder hier auch Nachrichten-Apps oder Sachen zum Kochen, die ich ganz gerne verwende. Und auf der nächsten Seite habe ich alle Apps, die ich für YouTube oder für Freizeit verwende. Audible hat meine Harry Potter Hörbücher drin und das muss natürlich immer hier sein. Und Mojo, Foto und Video, das sind natürlich alles Sachen, die eher mit YouTube zu tun haben und das sind alles Apps, die ich zum Bearbeiten von Bildern verwende. Also solche Gruppierungen auszunutzen ist sehr sinnvoll, wenn man einfach so einen besseren Überblick über seine Apps behalten kann. Der nächste Punkt hat ein bisschen mehr mit meinen E-Mails zu tun und ich kann euch leider nicht so viel zeigen hier, weil das natürlich privat ist, wie meine E-Mails sind. Aber ich habe da ein paar Prinzipien, die ich verwende, um das hier alles etwas aufgeräumter zu haben. Ich habe hier immer E-Mails, die quasi offen sind, also die ich entweder bearbeiten muss, die mit Terminen verbunden sind oder sonstiges, die also eine Art To-Do sind. Und auf der Seite hier habe ich eine lange, lange Liste voller ganz vieler Ordner, wo ich dann diese E-Mails über die Zeit reinsortiere. Zum einen sind das mal Bestellungen oder Bestellbestätigungen. Bestimmte Projekte sind hier drin, die Fernuni, alle Sachen, die wichtig für mich hier sind. GDF, was eben auch ein Ehrenamt von mir ist. Hier habe ich auch einen Ordner für Lizenzen und Rechnungen. Hier auch Reiseunterlagen für die Bahn, für Flüge, für Unterkünfte und auch den großen Uni-Ordner, wo dann meine E-Mails nach bestimmten Sachen sortiert werden. Ich habe auch mehrere E-Mail-Adressen. Ich benutze hier einen Zweitdienstleister, weil ich wirklich einfach sehr viele E-Mails bekomme. Aber diese Ordnerstruktur kann man zum Beispiel auch ganz normal mit Gmail online machen. Also dafür muss man sich keine besondere App kaufen, um so eine Ordnerstruktur machen zu können. Ich habe das nur, damit ich alle meine E-Mail-Adressen auf einem Blick habe. Außerdem bin ich ein sehr viel löschender Mensch. Das heißt, alles, was nicht wichtig ist, lösche ich sofort. Wenn von unserer Fachschaft irgendwelche Anfragen kommen für Protokolle, die mich einfach nicht interessieren, lösche ich die sofort. Wenn irgendwelche Ankündigungen sind, die mich nicht betreffen, unsere Studienkoordinatoren schickt öfter so Hiwi-Positionen rum. Und das sind einfach Sachen, die mich nicht interessieren. Und die lösche ich sofort und versuche die gar nicht erst aufzubewahren. Eine weitere Sache für digitalen Minimalismus oder digitale Organisation: Es kann unter Umständen sehr sinnvoll sein, Dinge einzuscannen. Ich habe zum Beispiel für meine Bewerbung mein Bachelorzeugnis in jeglicher Form eingescannt, hier auf meinem Laptop, beziehungsweise bestimmte Bescheinigungen, damit ich immer einen Zugriff auf die Sachen habe. Ich habe sie hier natürlich zu Hause fein sorgfältig einsortiert, aber ich möchte sie nicht immer rein und rausholen, vor allem bei Urkunden oder Bescheinigungen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr könnt einen Scanner in der Uni verwenden, was ich sehr oft mache, vor allem wenn ich größere Texte habe. Und ich habe auch einen Scanner hier zu Hause. Das ist ein sehr, sehr günstiger Drucker, den ich gefunden habe. Das heißt, er ist nicht immer zuverlässig. Es gibt auch die Möglichkeit, Apps zu verwenden am Handy, um Sachen einzuscannen. Da bin ich nicht so ganz versiert, weil ich das irgendwie unangenehm finde und ich lieber die Sachen in der Uni verwende. Aber wenn ihr Empfehlungen habt für Scan-Apps, dann lasst sie doch gerade in den Kommentaren für andere Viewer. Fotos sind immer die Crème de la Crème der Organisationssachen und ich muss sagen, ich bin da wirklich faul und verwende iCloud. Ich zahle auch etwas dafür, dass ich iCloud-Dienste habe, aber Fotos sind für mich eine wahnsinnig wichtige Sache. Ich liebe es, viele Fotos zu haben. Ich liebe es, meine Fotos gut speichern zu können und versuche sie deswegen alle in der iCloud zu haben. Vorteilhafte an Photos, also die App von Mac, ist eben auch, dass man alles an einem Fleck hat. Ich mache auch die Fotos von meiner Kamera immer hier rein und ich sortiere sie hier immer sehr schön in Alben rein und habe dann die Möglichkeit, diese Alben auch als echtes Album zu bestellen. Es gibt allerdings auch Dienste, die nichts kosten, wo man die Sachen einsortieren kann. Da weiß ich auf jeden Fall von Google Photos, wo man das Ganze verwenden kann und es gibt auch Amazon Prime Fotos, wo es eben auch man eine Art Cloud-Service bekommt, wo man seine ganzen Fotos reintun kann. Der Vorteil an einem Cloud-Service ist auch weiterhin, dass man die Sachen nicht direkt auf dem Laptop drauf hat. Das heißt, die Fotos machen einem nicht den Speicher voll. Ein nächster Punkt ist etwas, was vielleicht nicht für jeden von euch interessant ist, aber ich verwende eine Art Cleaning-Software. Ich habe irgendwann festgestellt, dass es mir sehr schwer gefallen ist, zum Beispiel die Caches in meinem Mac immer zu löschen und immer zu gucken, dass die Zwischenspeicher leer sind oder diesen einen Ordner hier unten immer zu löschen. Und ich habe mir irgendwann diese Software hier gekauft. Die hat
etwas Geld gekostet und ich habe etwas Geld in die Hand genommen, aber es ist kein Abo-Service, was ich gut fand. Und ich habe diese App jetzt seit 5 Jahren auf meinem Mac und bin sehr zufrieden, weil ich meine Dateien super sortieren kann. Was diese App macht, ist, dass sie einen kleinen Scan macht. Das heißt, sie geht alle möglichen Dateien am Computer durch, sucht alle Zwischenspeicher und versucht dann eben unnötige Dinge zu finden, die man nicht mehr auf dem Laptop braucht, und löscht sie. Als ich das erste Mal diesen Scan habe laufen lassen, habe ich 15 GB Sachen löschen können und das war ein super gutes Gefühl. So eine App kann ich nicht nur deswegen empfehlen, sondern auch, weil sie den allgemeinen Arbeitszwischenspeicher auch löschen kann. Das heißt, den sogenannten RAM, wenn man den gerade sehr stark verwendet, kann diese App den RAM etwas freier machen und dann laufen manche Apps etwas schneller. Das ist vor allem für mich wichtig, wenn ich Videos bearbeite. Es gibt aber auch kostenlose RAM-Cleaning-Softwares. Das Tolle an dieser Software ist auch der Uninstaller. Das heißt, es hat auch die Funktion, Dinge zu deinstallieren. Und was diese App dann eben macht, ist, dass sie wirklich alle Dateien versucht zu finden, die halbwegs mit diesen Apps noch assoziiert sind und die auch mitlöscht, sodass man keine übrig gebliebenen Dinge am Mac hat. Dann gibt es noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen würde, und das sind Backups. Es ist unheimlich wichtig, Backups von euren Sachen zu machen. Lasst es euch von jemandem sagen, der seine Bachelorarbeit zum Teil verloren hat, 2 Wochen vor Abgabe. Es hat keinen Spaß gemacht. Macht immer Backups von euren Sachen. Solltet ihr auch für Fotos keinen Cloud-Service verwenden, kann es sehr sinnvoll sein, die Fotos auch auf einer externen Festplatte zu haben, damit ihr eben nicht die ganzen Dateien auf eurem Laptop habt. Das heißt, die externen Festplatten sind nicht nur für Backups sinnvoll, sondern auch für große Speicherdateien. Für mich ist es mit den Videos so. Ich benutze für die Speicherung meiner Videos, die ihr hier alle auf YouTube seht, habe ich alle nochmal auf einer externen Festplatte und nicht auf meinem Mac, weil ich ihn langfristig nicht überfordern möchte. Das war's erstmal mit digitaler Organisation. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich. Es würde mich auch unheimlich interessieren, was ihr so an Tricks und Tipps habt für eure digitale Organisation. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen und teilt sie auch mit unserer Community. Ich denke, es freuen sich viele davon zu hören, wie ihr das auch so macht. Dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Ihr dürft gerne liken und auch subscriben. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dann!